Ey, Leute! So, das war meine kleine Introduction für Counter-Strike, ja? Nur um, ja, die Krönung des Abends. Damit, um nochmal zu beweisen, Counter-Strike hat absolut nichts mit Aggressionen zu tun. Ja? Da sind sie, Weltklasse. Wir sehen Daniel Müller-Müller. Müller-Müller. Bester und, Nickname. 24 original. Jahre, kommt aus Konstanz, ja, bester Nickname sowieso. Und der einzige Mensch, der Kobbel spielt und das auch noch mag. Ja, hier haben wir den Arni. Arndt-Peter Schuld, besser bekannt als Light. Der ist überall Fans, so. Also, ja, der ist auch ein netter, junger Kerl. Und der war so ein bisschen wegen persönlichen Problemen am Boden zerstört, deswegen will er die Finals gewinnen. Und da ist der Nächste, da ist der Crash, der ist immer zusammen mit Müller unterwegs, auch schon bei den Stofftieren zusammen erfolgreich gewesen. Jetzt bei AL auf dem ersten Platz, 20 Jahre, 4 Jahre jünger als sein ehemaliger Clan-Kollege und jetziger Clan-Kollege, kommt aus Rommerskirchen, wo auch immer dieser wunderschöne Fleckchen Erde in Deutschland ist. Mr. MVP-nominierter heißer Anwärter für den Titel, Roman, Mini-Roman Außendorfer. Außendorfer, man muss es ja sagen, weil es gibt ja auch noch den Roman R. Und deswegen ist er der Mini-Roman. Ja, Mini-Roman, der kam ein bisschen und später. Maxi-Roman. Genau, Mini-Roman, Maxi-Roman. Der Junge ist auch Maxi, allerdings kein Roman, sondern ein Odi, Max Odi Knappe, 19 Jahre jung, kommt aus Hamburg und tritt ebenfalls für die Alu. Direkt sympathisch. Ich weiß nicht wieso, aber... Der Odi? Ja. Der ich glaube, weil er Hamburger ist. Ich glaube, du, ja. Hamburg. Die schönste Stadt in Deutschland nach Köln. Ja, über irgendwas musst du dich ja freuen. Jetzt schleimig und kriegt niemand Applaus dafür, das eine Hamburger... Ja, zweitschönste Stadt geht halt gar Danke, nicht. Danke, Schwester. Wenigstens eine hält zu dir. Tja, in Hamburg sieht das anders aus, aber ist ja egal. Ja, ich guck mal auf den Server. Jetzt wird gerade schon die Map restart, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt eigentlich... Das schaut gut aus. Wir schauen mal ganz kurz zu SK. Da sehen wir Manuel Aprox Zeit. Auch er als MVP nominiert. Sehr starke Leistung. Deswegen ist auch Alternate Attacks an ihm dran. Da ist der Nächste, ist ein Urgestein. Ja, älter kann man gar nicht sein in Sachen Counter-Strike als er. 22 Jahre jung. Aus Wesel, der Todi, besser bekannt als Christian Relativ Hackmann. Wenig Farben im Haar. Ja, ausnahmsweise mal. Grün, Gelb oder sonst was. Mr. Flame King himself, Tim Mason Kleemann. 21 Jahre aus Neuwied und der ist immer gut drauf. Da ist einer der besten Aimer aus Deutschland, Kim Vio Schürmann. 21 Jahre ebenfalls alt, kommt aus Wietzendorf und ist hochmotiviert, genauso wie die Nummer 5 im Team, Yassin. Auch schon für Mausports tätig gewesen und der Einzige, der in der Frag-Statistik auf der Seite 2 war. Was willst du? Was willst du? Er dreht sich noch so eine kleine Zigarette, Sportzigarette oder sowas. Und der raucht nicht. Guck mal in die Kamera, Yassin so. Gar nichts. Ja, was hast du mir zu sagen? So. Naja, ich freue mich auf jeden Fall auf ein spannendes Match. Die Leute sollen auch alle schon auf dem Server draus sein. So, jetzt scheint es loszugehen. One restart to go und jetzt geht's los und Applaus! Wir freuen uns auf ein letztes Einmal ein Match richtig heute. Starker Applaus nochmal für das letzte Spiel des heutigen Abends. Wer wird der morgige Gegner von Attack sein im Winner Bracket Finale? Du sagst Elo, sagst ich sag SK. Richtig. Und ob das stimmt? Los geht's. Was auch immer, werden wir dann sehen. Fünf Mann rennen hier direkt offensiv, also das. Das nenne ich mal eine gewagte Taktik. Und die laufen hier gleich direkt entgegen, kriegen hier Feuerschutz, haben sich da versteckt und schmeißen offensiv die Granaten, also machen sehr viel Druck. Todi, da kriegst du gleich Gesellschaft, die kommen da nämlich schon... Das war aber dein Teammate. Also die Leiter war tot. Ja, die sind hier relativ vorsichtig, die haben das, die Braten gerochen. Ja, und jetzt sind sie natürlich so früh schon in der Zange hier. Odi mit dem First Strike gegen Yassin. Und Aprox schafft es, Müller auszuschalten. Roman gegen Aprox erfolgreich. Und der sollte, da will er messern, aber Vio hat das gerochen und nimmt den Oberst im Spiel. Und jetzt 3 gegen 3, hat sie nicht viel getan. Schön, die haut das im eigenen. Also Todi richtig wichtig für sein Team in diesem Moment. Ein HP noch. Crash und mit dem Frag gegen Mason. Auf, ich glaube, auch ein HP. Also ich glaube, Todi macht das jetzt noch. Schade, doch nicht. Und damit die erste Runde für die A-Losers, die hier. Ei. Was ja nichts heißt, wir haben ja eben schon gesehen, Attacks direkt. Nee, Mausbots war es, direkt die Eco geholt. Und schau mal, ich glaube, der Crash mit 2 Kills, der Roman mit 2 Frags, der will hier MVP werden. Weil ich glaube, abgestimmt wollte er schon längst, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich durfte ja nicht. Ich war, nicht in der, ich war diesmal nicht in der Jury, weil ich im Urlaub war. Fand ich ja. Stimmt, du warst im Urlaub. Ein bisschen Bräune getankt in Hamburg. Ja. Zweite Runde, Sparrunde. Oh, schön aus der Luft genommen von Crash. Aber Vio nimmt Crash aus dem Spiel, schafft er es aber. Müller mit 1, 2, 3 Frags und damit 2:0. Da wurde nicht lange gefackelt, sie sind einfach reingelaufen. Kann man auch machen. Aber die Chance, die Eco dann zu gewinnen, ist natürlich gering bis geringfügig. Ja, die hatten auch, glaube ich, nicht so wirklich Lust, die zu gewinnen. Haben sich gedacht, komm schnell vorbei, wir brauchen Nee, die wissen auch, wir haben keine Zeit, deswegen
halten Sie sich auch gerne mal dran. So, zweimal keine Bombe gelegt, das heißt, wieder kein Geld. Wieder eine Spar und wieder offensiv hier von den CTs. Oh, doch gekauft, approximiert AK. In der dritten Runde, mutig, obwohl sie erste und zweite nicht besonders viele Gegner ausgeschaltet haben und keine Bombe gelegt haben. Aprox, sie sind sehr offensiv, sehr aggressiv. Todi mit First Strike gegen Roman. Junge, der wurde gerade neben dir erschossen. Ja, ich war der Meinung, das kam aus dem Balkon raus. Habe ich getäuscht. 4 gegen 4. Bombe hat der Todi noch, der hier den First Track markiert hat. Der ist noch unter ferner Liefen, im wahrsten Sinne. Bratzt so ein bisschen durch die Wand. Mason steht ziemlich offensiv weiter oben die Mitte hoch. Der ist natürlich immer fies, wenn du alleine hochgehst, dann kann links, rechts einer sein. Wenn ein Kollege dabei ist, der kann wenigstens gleichzeitig die andere Seite unter Beschuss nehmen. Hat dann jetzt geht's, da kommt der Kollege, jetzt gehen sie raus. Da hat er wohl einen gesehen in der CT-Mitte. Oh, die Flash ist fies. Kommt der CT raus? Nein, nein, gegen den Aprox. Oh, jetzt hat Total Blind und Odi. Riecht das natürlich, kommt raus. Gegen Vio Mason. Doch noch nicht durch. Ey, jetzt. Zappen Booster. Jetzt gar nichts. Auch nicht. Lässt sich hier viel Zeit, orientiert sich in Richtung CT-Mitte. Schaut kurz zur Bibliothek. Das ist natürlich der Letzte. Jetzt Todi gefallen. Weiß natürlich. Ne? Bombe erstmal geholt. Und jetzt geht's los, der Erste. Aber weg. Noch zwei Gegenspieler, noch 42 AP. 28 noch der Crash und Müller auch eine 50. Und vor allen Dingen sind die auf dem falschen Spot. Jetzt keine Zeit verlieren, sondern direkt rauf und legen und dann kann das was werden. Die kommen halt viel zu spät. Jetzt wird die Bombe zumindest mal geplantet. Crash hier vorne, Bombe gelegt. Und jetzt müssen die CTs natürlich Hackengas geben. Bratzen hier so ein bisschen durch. Mason noch 6 HP. Also das, ob das reicht. Wissen nicht, wo er ist. Ja, die Eier auf dem Spot, also clever gelegt. Oh, aber Müller hat nach hinten gedeckt. Und damit die dritte Runde für die Aliens. Und das tut jetzt weh, weil sie gekauft haben. Das heißt, wieder sparen wahrscheinlich das 4:0 in dem Fall. Und ja, man hat es gesehen. Ah. Sie haben den First Track gemacht, hatten dann eine relativ gute Ausgangsposition. Allerdings ohne Rüstung fällt man halt relativ schnell. Das war die schmerzliche Erfahrung, die die Jungs da machen mussten. Ja, vor allem, du hast 4 Gegenspieler vor dir und den Tod im Nacken. Und der noch mit einer Granate in der Hand. Sozusagen von Anfang an der Zange. Todi versucht es jetzt mal offensiv. Hat ihn, glaube ich, sogar getroffen. Ich will jetzt nicht. Oh, die Granate. Die saß auch. 57 HP nur noch. Aber wieder gekauft, ne? Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die sparen eigentlich, aber haben natürlich Bombe gelegt. Ach, man kann jede Runde kaufen, kein ja, Problem. Klar. Zwar nie Rüstung, nie equipped, aber. 30 Schuss AK, reichen schon. Weißt du? Geht's langsam die Mitte hier hoch. Lassen sich allerdings viel Zeit. Sich wieder oh, Yasin ist hier schon im Balkon drin. Oh, schön geblendet von Todi. Ich sag ja, 5 von vor dir und hinter dir Todi. Wenn dir als Freund das brauchst, keine Feinde mehr. Gefährlich. Die beten alle, dass Todi vorläuft. Deckt hier oben, wo man natürlich auch verloren Posten. Aprox und Odi, die stehen sich hier, naja, halbwegs gegenüber. Jetzt geht Aprox Traunbrat nicht. Er meint, da oben ist vielleicht noch einer. Vio schaltet Knight aus. Crash gegen Mason und jetzt das Duell Aprox gegen Odi. Odi weggenommen und da war noch einer, den hat er gesehen auf dem Spot. Lässt sich viel Zeit, hat Angst, dass noch einer im großen Sandkasten ist. Da ist er, aber konnte sie nicht durchsetzen und 4:0, aber jetzt muss SK wirklich mal sparen. Oh Mann, ich habe wirklich Angst, könntest du recht behalten mit deinem Tipp. Ja, langsam sollten sich was anfangen lassen, AL steht wirklich sehr gut hier. Verschieben auch schnell und spielen schön zusammen, obwohl SK jetzt schon zum zweiten Mal den First Track gekriegt hat. Konnten sie daraus nichts wirklich Gutes machen und deswegen 4:0 geht völlig in Ordnung. Schöne Runden hier von AL. Jetzt wird gespart, nur eine Diegel auf gekauft. Seiten. Ja, immerhin ein bisschen was muss man da kaufen. Mit der HE gegen Mason, Crash gegen Vio. Jetzt laufen sie am Balkon ab, Crash gegen Aprox. Da sieht man das, der nimmt den nächsten weg, den dritten und den vierten. Er holt einfach mal 4 Mann, auch wenn es eine Eco war. Aber das muss auch erstmal schaffen. Diegel in Kopf, fällt auch um. 37 AP hat er noch. Er hätte noch 3, 4 andere Eskale umnicken können, wenn er wollte. 5:0, noch ist noch nichts verloren. Allerdings sollten die Jungs mal anfangen, Runden zu sammeln. Ich bin gespannt, ob sie wieder in Richtung A-Spot aufbauen werden. Schaut so aus, 3 Leute laufen hier die falsche Mitte wieder hoch. Oh, hier. Die könnte sitzen, wenn sie da... Nein, oh, nicht. 3 Leute vorne am Bananengang. Also wieder gewagte Variante, ausgefallene sehr Variante. Sehr offensiv hier. Da müssen sie aufpassen, dass die nicht in den Rücken fallen. Crash wieder gegen Todi. Aber der Crash macht ein super Spiel. 13:1 Fracks mittlerweile. Aber da, glaube ich, einmal defused. Ja, was wollt ihr da? Da wird jetzt geholfen. Ja. Also ähnlich wie Attacks vorher in die Mangel nehmen. Oh. Aber hat sich wenigstens nicht wehgetan. Wo sind die T's? Die sind mittlerweile schon drauf. Knight kann hier Yasin ausschalten. Crash wieder gegen das. Crash, der macht hier alles lang. Knight hält seinen Sandkasten sauber. In meinem Sandkasten spiele nur ich.
Und Crash wiederum mit dem Frag und damit hat er mittlerweile 15:1. Unglaublich krasse Runden von Ihnen bisher. Yassin 06, der dreht immer noch seinen Stummel. Also ja, Moment, ich bin gleich fertig. Ich habe Yassin vorher schon gesagt, wegen ihm musste ich auf meinen schlauen Karten extra die Seite 2 der Frag-Statistiken ausdrucken. Weil die anderen waren relativ weit vorne, er ziemlich weit hinten. Er meinte, er spielt fürs Team. Guck mal, wieder offen. Also die gehen echt jede Runde vor. Diesmal SK jedoch mit Waffen. Ja, oh, Vorsicht. Einfach mal. Das ist so Übereifer. Aprox hier ein bisschen nervös. Aprox potenzieller Amokläufer, würde ich sagen. Crash mit 88 hier auf dem Balkon. Hat den Aprox da ja, noch relativ weit vor sich. Roman hält hier den Bananen. Guck mal da oben. Carlson auf dem Dach. Da wurde direkt hochgeboostet. Ich weiß nicht, wie sie den Odi da hochgerichtet haben. Jeden anderen Spieler, aber nicht den Odi. Yassin gibt Flash und Crash kommt rein. Der macht einfach Headshot und... Oh, Crash macht einen Riesenspiel. Ich bleib jetzt auch mal auf dem Crash drauf. 34 HP, 2 wieder aus dem Spiel genommen. Mason gegen Müller erfolgreich. Dennoch, die T ist natürlich in Unterzahl. Odi hat sie ausgezahlt, als sie ihn hochgerieft haben. Oh, oh. Ja, ouch. 24 war nicht so der schöne Move. HP verloren. Wo ist der letzte T? Oder ist der vorletzte? Ja, vorletzte. Mason schon wieder einer der Letzten. Kommt jetzt hier im Bananengang rum. Hat er einen geahnt? Oh, da hat er sich versteckt. Odi, Mann, den musst du machen. Jetzt kommen die Smokes, ähnliche Situation wie vorher. Oh, von hinten kommt er schon. Ja, wer sonst außer Crash, der da reinkommt? Und lass mich raten, wer jetzt die Runde holt hier für die A-Losers. Allerdings noch weiter hinten. Und das auf den Finals. Und im LAN, also soll man nichts sagen. Da kommen jetzt die Flashes, gleich kommt der Zugriff auf den Spot, Bombe ist gelegt. Ja, wo ist der Gegner? Da ist er. Er wartet, er wartet, er wartet. Oh, schön! Und jetzt noch, nein! Und der Knight holt ihn! 6:0, der Knight kann auch noch ein paar, 3 weitere Frags abstauben. Hat er echt geil gemacht, gewartet, da sieht man auch, warum der Junge so hoch in den Statistiken der ESL ist, also Wahnsinn. Ja, wirklich einfach überlegt gespielt und das zeichnet natürlich auch einen Topspieler aus. Aber Arnie so mit der nordischen Ruhe dreht er sich dann um und denkt sich, so schießt er auch mal zurück. 7:0 spricht leider schon ziemlich Bände und SK muss sich was einfallen lassen. Jetzt mal wieder in Richtung A-Spot, 4 Mann über die falsche Mitte. Jetzt geht's mal schnell, kommen jede Menge Granaten. Oh, Crash, 1, 2, da ist Crash wieder. Und holt den dritten, nein, diesmal nicht. Aber wieder 2 Frags gemacht. Todi gegen Crash erfolgreich, Müller nimmt ihn aus dem Spiel, ist fast alles blind. Aprox mit 52 HP noch im Spiel. Auch sein Kollege Mason noch dabei, aber der auch noch mit 50. Also die igeln sich echt ein. Die AL spielt so aggressiv. Ja, die wissen AL sich gar nicht recht zu helfen. Macht das Knife genau gegen Aprox. Und schauen wir mal, was der Mason jetzt noch macht. Der buckelt sich erstmal durch den Tunnel. Mason auch nominiert als Most Improved Player. Oh, schöner Schuss, ja. Jetzt hat er nur noch 3 Gegner. Und er holt sich die Bombe, läuft jetzt zurück. Er denkt sich Bombe holen und Bombe safen. Hauptsache, die Bombe ist safe. 30 HP noch. Immer noch 2 Gegner. Und die jagen ihn jetzt. Also jetzt, jetzt werden sie dreist. Da hinten, das war da, glaube ich, der Knight. Den hatte ich gerade noch im Bild. Ich glaube, die 100 HP, die er hat, da kratzen die HEs auch nichts. Im Gegensatz zu Mason, der jetzt noch 6 HP hat. Jetzt gegen eine Wand laufen, kann schon fatal enden. Schleicht jetzt langsam über die Knight, da siehst du ihn noch. Jetzt muss er nur noch gestreichelt werden und er kippt da um. Und da holt der Knight ihn und das 8:0, also ouch, 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 ouch. Langsam wird es wirklich ärgerlich und SK hat hier wirklich Probleme, schau mal, eine Runde zu holen. Also man sieht, das sieht ja ganz normal aus, 2-2, 5-5, 8-3, 11-2 und dann der Crash 20-3. Den will ich jetzt mal kurz von Anfang an sehen, der rennt doch wieder offensiv rein und, oh nee, jetzt kommt eine neue Taktik, jetzt kommen sie ja zu dritt auf den, haben ja anscheinend gerochen, aber na, falsch angesagt. Die gehen wieder über die falsche Mitte. Herr Roman hat sich hier, schauen wir mal, wo der sich verkrochen hat. Ja, jetzt habe ich ihn weggeklickt. Ach, ist egal. Hat sich halt versteckt, wie soll ich ihn noch finden? Yassin hier unterm Balkon. Wieder Mitte, falsche Mitte. Müssen natürlich aufpassen, dass sie nicht wieder mit dem Bananengang offensiv kommen, die CTs. Knight steht da schon. Im Teppichgang bereit. Da kommt die Flash, kann natürlich jetzt ansagen. Stellt sich hier offensiv hin, hat Angst, dass er durch die Wand erschossen wird. Jetzt kommt die Flash des Kollegen. Ah, da ist keiner. Jetzt sind sie drin. Und jetzt nochmal reingucken und... Eins, oh nein, Vio erledigt ihn. Damit die Deckung... Oh, Crash, gegen, Crash gefallen gegen Aprox. Jetzt könnten sie endlich mal die Bombe legen. Jungs! Müller noch nur einen weg. Aber das könnte die erste Runde für SK werden.
noch zwei Gegenspieler im Leben, die waren auf einem anderen Spot. Jetzt mal schnell legen, wo sind die CTs? Odi da, doppelte Roman auch in der Bibliothek. 4:2, da kommt Odi und der fällt. Mason steht da, Gold richtig. Roman, Last Man Standing, holt den ersten. Und die erste Runde für SK, ist nicht zu glauben. Jetzt geht's los, jetzt machen sie es 8-7. Ja, wenn dann 7-8. Da glaube ich ja nicht mal. Ja, ja, klar. Müssen auf jeden Fall mal Gas geben und langsam wurde es natürlich auch Zeit. Gold, die sich 8:1. Ist ja, die freuen sich so über die ganze Kohle, die sie auf einmal haben, dass erstmal alle Waffen hinschmeißen. Ja, wobei, wenn einfach, jetzt einfach mal zeigen, weißt du? Weniger Kohle als davor. Ist ja immer das einfach Problem. Mal raushängen lassen. Jetzt kommt mal der Rush. Eben vorige Runde, da hätten die CTs richtig gestanden. Jetzt bin ich gespannt, ob die Deckung da halten wird. Odi, 1, alles blind hier. Odi im Seitengang, Vio mit der Bombe. Jetzt wissen sie aber, wo die CTs stehen. Dummerweise sind die komplett geblendet. Crash mal wieder mit dem Frag gegen Todi. Crash, Roman steht da. Und die denken auch, Jungs, wo kommen die denn alle her? Odi nochmal. Und jetzt nur noch Mason verbleibend. Ein Frag gegen Odi, noch drei Gegenspieler. Knight völlig auf dem falschen Dampfer. Und Crash kommt. Und ich bleibe einfach mal Crash. Ich habe so ein Gefühl, dass der Müller das macht. Müller ja, macht 9:1. Vielleicht mal einen kleinen Szeneapplaus für diese wirklich krasse Leistung von AL, wie sie hier echt komplett beide Spots dicht machen, aber auch super verschieben. Und einfach... SK keine Chance lässt. Also die treffen auch besser und schauen wir mal, was die TS machen. Die haben wieder gespart. Hier sehen wir eine Diegel bei Yassin. Yassin mittlerweile vielleicht mal getroffen. Nein, 0:10. Also eher nicht so die Stütze. Scheint jetzt über den Bananengang zu gehen. Und, nein, ja, da kommt die Granate. 0:11. Das tut weh. 0:15 im LAN, das wär hart. Mason jetzt ganz vorne. Das ist genau das, was ich vorher erwähnt habe. Wenn du einmal eine Runde gewinnst, danach wieder verlierst, hast du absolut kein Geld mehr. Und das tut sehr, sehr weh. Nice. Oh Mann, das ist schon wieder... Einer nach dem anderen werden sie rausgepickt. Jetzt versuchen sie zusammen. Gehen rauf. Und wo ist die Abwehr? Roman, da kommt die Flash über die Mauer geflogen. Odi nimmt 2 aus dem Spiel und damit 10:1. Und um mal den Schulz-Vergleich zu bringen, ich glaube, Axel hat mehr Runden geholt als SK. 11 Runden haben wir noch. Nein, 4 haben wir. 11 haben wir schon gespielt, so schaut's aus. Und natürlich noch eine zweite Halbzeit, allerdings wird die sehr kurz werden, wenn denn SK nicht anfängt, hier noch zumindest die letzten 4 Ründchen zu holen. Wie gesagt, ein weiser Mann sagte mal, wenn die so viele Runden holen, können wir auch so viele Runden holen. Haben wir vorher schon gemerkt, Not. Das ist ein bisschen schwieriger. Crash wieder offensiv, jetzt bleib ich bei ihm, der holt doch mindestens wieder 2 aus dem Spiel, bevor ihn das Zeitliche segnet. Und jetzt geht er rein, oh, der konnte ihm gerade noch entfliehen. HE hinterher, 2 HEs, ja, die war jetzt suboptimal, zurückgezogen und ja, die wieseln auch wie verrückt über die ganze Map die ganze Zeit. Aber machen es genau richtig, kurz zeigen, wenn du ihn nicht erwischt, zurückziehen, jetzt bloß geht SK kein Risiko vor. Eingehen. Jetzt müssen sie, das Risiko da eine HE zu fangen ist jetzt ziemlich gering, die haben sie alle weggeworfen. Ja, du musst auch echt mal hinten decken, die kommen ja so aggressiv nach vorne. Mason, ja, du hast es vorher erwähnt, diese Zange kommt die ganze blind. Zeit schnapp zu. Und Crash holt den Aprox. Wer sonst außer Crash, der hier seinen 85. Frag macht? Der mit einem wunderschönen Spiel bisher. Aber die Mannschaftsleistung stimmt einfach. Da wird geholfen an jedem Ende, wo es dann ein bisschen fehlt. Schöne Flash. Und Roman, ja, Roman holt Vio trotzdem. Müller deckt hier die Mitte mit seiner AWP. Oh, Mason gegen Crash, aber Roman gleicht aus. Und die Bombe ist zwar auf dem Spot, aber da sind noch etliche CTs. Und Roman 1, 2, 3. Und auch ein Grund, warum er zweifache MVP ist und wieder nominiert. Der hat halt manche Situationen, da holt halt alles raus. Und er muss, er ist halt so krass. So Crash und Knight hauen hier halt, sind die Top-Fragger. Und dann hast du trotzdem noch so Leute wie Roman, die dann auch mal einfach zu lang und 3 Leute weghauen. Ja, aber genau deswegen funktioniert das Team auch so wunderbar. Wie gesagt, super schönes Saisongespiel, starke Leistung gezeigt. Deswegen also, hier absolut. AL sich durchsetzt, bin ich echt morgen gespannt. Attacks gegen AL. Oh, jetzt alles blind. Yassin holt sich seinen 13. Death. Ja, da ist er. Müller nimmt ihn aus dem Spiel. Trotzdem weiter auf dem Spot. Roman, Crash, Crash, wieder zweimal Crash. Wir lesen eigentlich die ganze Zeit nur Crash. Ja, das waren schon wieder alle. Crash 12 zu 1, 2 Runden noch. 24:5 auf LAN. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hatte. Ich glaube noch nie. Das habe ich jetzt überhört. 12:1 und jetzt langsam ist es echt zappenduster. 2 Runden noch zu holen, das könnte genauso ein 12:3 werden wie gegen Mausboss, aber ich sehe nicht, wer das bei SK überhaupt noch reißen soll. Wenn man schaut, der Topscorer ist Vio mit 9:12, 8:12, 4:13, 3:12. Alter,
Jetzt geh mal auf Yassin. Da geht nichts rein. Yassin, meinst du, ich soll auf Yassin einen Frag machen? Ich hab's im Gefühl, pass auf. Yassin bricht sich jetzt erstmal den Sturz am Gelände. Der mag nicht hüpfen, sein Mate. Bricht sich den Sturz am Gelände? Bricht sich den Sturz? Ja, ich glaube, die wissen, was gemeint war. Bestimmt. Ich hab's im Gefühl. Yassin hört zu stimmen, weißt du? Komm raus, komm raus. wir können ja alle fliegen. Also, oh, pff, Verstärkung. Jetzt kann ich ihn ja vorgehen lassen. Jetzt kommen erstmal wieder die Team Flash. Da kommen sie. Doch nicht. Zack, rein und im Sandkasten ist immer einer. Yassin, du siehst nichts. Und er, ich weiß. Abfox, Mason, Viotor. Und da erwischt es natürlich auch den Yassin. Crash wieder zweimal erfolgreich. Und Müller holt den Toni vom Balkon. 13 zu 1. Also. Was ist denn los? Was sind denn das schon wieder für verrückte Finals? Jedes Jahr, beziehungsweise jedes halbe Jahr, wieder der gleiche Wahnsinn. Da gab es vorhin mehr Spannung an einem Biertresen. Es ist wirklich unglaublich. Also momentan, wir haben ja extra noch gesagt, wir wollen keinen Kobbel, um genau sowas nicht zu sehen. Was passiert? Eine Demonstration. So, ja, wenn du diese Runde keinen Frag machst, dann hast du 0 zu 15. Und ich glaube, da gibt es viele EPR-Spieler, die davon einen Screenshot machen werden. Vio, offensiv. Und hinter dir, Knight einmal, Aprox gegen Knight, aber ich wette, wenn er einen Frag macht, dann tobt hier der Saal, ey. Yassin, go. Nee, nicht das Messer. Nachladen. Oh, komm, da hat er einen gesehen, da hat er einen gesehen. Den kriegt er. Yassin macht den Frag! 1 zu 14! Aprox gegen Crash, das könnte die Runde für SK werden. Oh, die kommt über den Balkon und ich glaube, damit rechnen sie jetzt nicht unbedingt. Oh, aber Odi kommt Yassin schon gefährlich eins, nahe. Eins, Aprox und Odi. Oh, Yassin mit dem zweiten Frag. Ah, jetzt. Wird seine Runde, jetzt holt auch noch Roman. Verdoppelt. Roman denkt sich den Messer, ich. Nein, Yassin holt die Runde. Yassin holt die Runde für SK. 13-2, alles wieder offen. Alles wieder in Ordnung. 13-2. Und der Yassin so, boah, da ist gerade Poltern. Da sind die ganzen Steine vom Herzen gefallen. Also 0-15 hat, glaube ich, auf LAN lang keiner mehr geschafft. Gaming grade performance. Logitech. Ja, Eddie, Gildo Horn hat angerufen, der will sein Polunder wieder haben. Yassin hat mich angerufen, der ist heiß wie Feuer und der gewinnt jetzt die zweite Halbzeit im Alleingang. Er hat gesagt, diesmal mache ich 4 Frags.
Wir Man muss sich immer stetig verbessern. Also eben hier mächtig Stimmung, Killer Cologne, ey. Drei Fracks auf einmal, Runde geholt, 13-2, alles wieder offen. Der holt jetzt 4 in der ersten Runde. Also wenn SK jetzt die Pistol Round verliert, dann kriege ich eine mittelschwere bis Krise. Wenn SK die Pistol Round verliert, ich würde sagen, dann ist Feierabend. Dann ist Schluss aus und vorbei. Sagen, dann holen wir uns ein Bier und lassen die weiterspielen. Ja, dann gehen wir einfach, stehen kommentarlos auf und sagen, nicht mit uns, nicht mit uns. Und nicht in den Also Tour. SK, gib mal Gas. Jetzt bin ich echt gespannt. Erste Runde super wichtig jetzt. Ja, Todi, da triffst du. Den triffst du. Aber die anderen nicht. Ja, so, neustartes Spiel, 2 Restarts, dann geht's los. Vielleicht nochmal so einen kleinen Aufmunterungsapplaus. Auch, ja, vielleicht hören sie euch, ja? Applaus für Yassin und SK. Auf das SK hier nochmal ein bisschen ein paar Runden holt und ein spannendes Spiel liefert. Und Yassin vielleicht 4 Fracks macht. So, auf geht's, Yassin. Wir sind bei dir. Und wir hoffen natürlich, dass dein Team hier nochmal zurückkommt. Wir wollen ja noch ein paar spannende Runden sehen. Und hoffen natürlich, dass uns das gelingt. Allerdings muss SK jetzt erstmal die erste Runde überleben. Und AL jetzt als Attacker unterwegs hier in den wunderschönen roten Dresses. Die warten erstmal ein bisschen ab, bleiben ein bisschen defensiv. Riechen da den offensiven Angriff der CTs. Hat sich SK gedacht, so, was die können wir auch. Oh, der hat gesessen. 90 HP nur noch bei Crash. Aber das wissen wir, das stört ihn relativ wenig. 48 tun dann schon ein bisschen mehr weh. Müller noch mit 100. Guckt da auch mal rein im Bananengang, fängt sie wahrscheinlich direkt den nächsten. Ja, er darf einmal reinschauen und was kassieren. Glock auf Distanz ist auch eher so, weiß nicht, nicht so schön. Nee, nicht so gut. Wagen Sie es langsam vor. Todi deckt hier die Mitte, Mason ist oben drin. Wieso hat er noch 52 HP? Wollen die gefangen? Ja, Todi war irgendwo hinter ihm. Ach, geht schon los. Vio wartet nur darauf, dass sie sich einer zeigt und eine Ansage kommt, dann wirft er hier direkt da rein. Yassin deckt hier den Bananengang. Er macht da gut. Das ist safe, sozusagen. Oh, die warten mit der Bombe hier vom Teppichgang. Und da oben war auch einer drin, soweit ich mich erinnern kann. Oh, die tut weh. 80 HP noch bei Odi. Kommt da noch eine rein? Nein. Jetzt geht's raus. Doch nochmal eine E gekriegt. Schön, direkt den Mason aus dem Spiel genommen. Vio gegen Odi erfolgreich. Alles blind hier. Die anderen ziehen jetzt rüber. Crash nur mit 18 HP. Aber eine relativ günstige Pose auf dem Spot. Müller nur noch mit 6. Das war zum Glück keine High. Das wäre es nämlich gewesen für ihn. 35 Sekunden nur noch. Die Bombe muss jetzt langsam mal gelegt werden. Wer hat sie denn überhaupt? Der Knight. Und der legt sie jetzt. Yassin gegen Müller. Direkt den ersten Frag. Also schon mal viel besser als in der ersten Halbzeit. Ich sag ja, der dreht jetzt auf, der Junge. Bombe liegt. Oh, Todi auch nur 2 HP. Erstmal wieder die Teamflash vor und jetzt rein. Crash gegen Knight. Ja, da war er vielleicht blind. Der Crash hat Zock gebracht. Die von Yassin mit dem nächsten Frag. Todi. Und das sind noch 3 CTs und kein T. Jungs, ihr könnt diffusen. Und SK holt die erste Runde. Todi rammt dir bloß nicht den Schraubenzieher in die Hand. Ein Glück. Also. Dankeschön. Und der Yassin jetzt mit so einem Grinsen. Ich habe einen Frag gemacht, habt ihr gesehen? Der brüllt 2 Fracks gemacht. 2, ja, der geht ab wie Schnitzel. Und wer hat eben den Teamflag gemacht? Ich glaube, es war Crash, glaube ich. Ja, Crash gegen Odi. Ja, Crash ist on fire. Der schießt jetzt alles weg, was ihm in den Weg kommt. So, gucken, ob sie wieder offensiv gehen. Nein. Oh, direkt die Flash gefangen. Hier, schneller Rush über den Bananengang. Da steht Yassin. Ne, Aprox auch. Todi und Aprox, die klären ja. 1, 2, teilen sich fair. Wer holt den dritten? Also den dritten Frag für sich. Gar keiner. Achso, habe ich einfach verpasst. Ja gut, der hat wahrscheinlich Yassin geholt. Ging recht schnell. 2-0. Oh, wenigstens auch kein Eco verloren. Jetzt noch die dritte Runde. Und dann klingt das schon nicht mehr so schlimm. Nur noch 4-13. Also recht knappes Ding. Immer noch. Roman mit der Flash oben in den... den Schacht. Wieder eine schnelle Runde, aber sie haben gekauft. Bombe wurde auch gelegt. Sie sind ja schon ziemlich weit vorne und keine Deckung bis jetzt. Jetzt kommt eine HE rein, die fällt aber leider hinter sie, also nicht so ergiebig. Jetzt geht's raus, Yassin mit dem Frag, Vio wird ausgeschaltet. Yassin wieder mit dem Frag, jetzt on fire, jetzt will er es wissen. Ich sag ja, der gibt jetzt Gas. Jetzt müssen die anderen rüberziehen. Yassin mit dem dritten, also jetzt geht's echt ab. Und immer noch 34 HP, da kommt noch ein Vierter dazu. Komm, Yassin, hol's ihm! 4 Mann geholt. Jetzt ist er heiß. Jetzt ist er, das lässt er nicht auf sich setzen. 6-0. Seine Frag-Statistik bisher. Da sehen wir Odi. Der schaut nicht so glücklich rein. 1-3 Fracks. Ja, wir sehen bis jetzt so 3 Fracks auf Seiten von AL. Und das mit einer Kaufrunde. Also ausbaufähig. Aber ich finde es ganz gut. Mittlerweile 13-5.
ist noch alles drinnen. Boah, jetzt Mason, 1, 2, 3, eine HE hat 2 zerrissen. Wo ist der Rest? Müller, ist natürlich eine Sparrunde von L. Mason mit dem 4. Und den Knight, den könnte er sogar kriegen. Nein, Mason holt sich den Knight. Das lässt noch nicht auf sie sitzen. Das war Skill, aber nur kein Knight. Aber wer ist aber da? Aber Yasin denkt sich so, ey. Yasin macht klar. Nicht mit mir. 7-0 seine Flash-Statistik. Und 4-0. Also das kann auch jetzt wird es interessant. Also Flash spielen bei L doch nachher die Nerven eine Rolle. Allerdings alle Spieler relativ erfahren, sollten eigentlich wissen, wie es jetzt zugeht. Haben auf den Finals. Gekauft. Natürlich jetzt wieder mit Geld, nächste Full-Equipped-Runde. Da kommen wieder. Geht schnell über die falsche Mitte. Ziemlich oft sehr schnell und verschieben oder so, das machen sie manchmal überhaupt nicht. Kommen viele Granaten jetzt. Ja, da werden zurückgeworfen. So was ihr könnt, können wir auch. Ah, Toni, du spielst hier falschen Fleck. Crash und ich denke mal, Roman war das, der da. Der Roman steht schon vorm Ausgang. Jetzt warten die natürlich auf dem Kommando, um gemeinsam vorzugehen. Warten hier ab. Ja, wirft er eine Flash vor, ich denke schon. Bei meinem Glück ist dann, ich nehme eine Flash in die Hand, in dem Moment kommt er dann vor. Ich denke, er wartet auf die Flash aus der Mitte, um dann rumkommen zu können. Odi schaut schon so ein bisschen rein. Er sagt, vielleicht sehe ich ein blaues Trikot irgendwo. Sieht er nicht. Aprox steht hier, Crash. Jetzt geht's los. Odi mit der Smoke und jetzt raus und hoffen, dass ihn keiner sieht. Yasin mit dem ersten Frag gegen Crash, der war wichtig. Wo sind sie, wo sind sie? Da ist Yasin und direkt gerade gesehen und ciao. Zweiter Frag von Yasin, der rennt weg, der kommt nicht weg. Aber Mason mit dem dritten Frag und jetzt nur 2 Ts am Leben, haben die Bombe auch noch nicht gelegt. 4-2. Ja, Aprox, du bist doch völlig auf dem falschen Spot, oder wie sehe ich das? Ja, er hat Angst, dass da noch einer ja, lauert. Ja, trotzdem Flash, vielleicht kommt ja noch irgendwas. Knight hier in der Sandkiste. Und Vio holt sich den Knight und damit das 5-0. Und jetzt wird es langsam echt immer interessanter. 5-0, summa summarum. Runden für SK. Das klingt nicht mehr so gut, ehrlich gesagt. 13-7, das sind noch 6 Runden Unterschied. Und noch eine das mehr geht, das und geht, besser als bei Mouthport. CTs geht das ja relativ fix. Ach nee, Quatsch. Ja, SK ist jetzt die. Können wir das zurückspulen oder sind wir live? Ich glaube nicht. Nee, wir können nicht zurückspulen. Ah, okay. Bisschen blöd gelaufen, egal. Weiter im Programm, weiter mit Runde Nummer 6. Wieder über die Mitte, also sie wollen wieder auf den Spot rauf, was obwohl bisher nicht geklappt hat. An Yasin, ihrem neuen Meister, gescheitert sind. Allerdings, Mason macht ja auch einen Riesenjob. Knight aus dem Spiel genommen, ein wichtiger Frag. Da kommt er vor, Mason wieder mit dem Frag. Ja, das ist natürlich immer optimal, zwei Leute aus dem Spiel nehmen, bevor man selber fällt. Das war gut gemacht, jetzt 4-3 Situation. Roman aber noch mit 100 HP, also den hat er nicht mehr angekratzt. Schauen wir mal, die Bombe muss irgendwo gedroppt sein. Lässt sich jetzt Zeit. Jetzt vielleicht doch verschieben, Bombe aufgenommen. Spielen sehr langsam. Denken Sie mal, gehen wir auf den anderen. Da steht Yasin. Und da Vio, Todi. Aber wer steht auf dem anderen Spot? Da steht nur der Aprox. Das wird jetzt interessant. Jetzt kommen wahrscheinlich gleich die Flashes und die Smokes. Nein, sie macht es um. Schön gesehen. Direkt reingelaufen. Jetzt den zweiten. Da kommt er. Nein, den kann er nicht nehmen. Und jetzt die Chance, für L hier mal die Bombe zu legen. Direkt mal smoken. Alles raus, was keine Miete zahlt. Ja, alles weg. Bist auch direkt 2 km/h schneller, wenn du nicht so viel im Körper trägst. Bombe gelegt, aber immer noch in Unterzahl. 2-3. Oh, der hat kassiert. Der hat kassiert, der Odi. 21 HP nur noch. Jetzt nach HE, wir können Wunder wirken. Da kommen schon die blauen Männer. Da kommt die das HE. War der HE. Oh, 4 HP hier. Noch. Knappes Ding. Aber er macht noch ein Frag. Nein, das schafft nicht. Vio gegen. Und Vio macht beide. Und das wird knapp. Das schafft er. Das schafft er locker. Runde Nummer 6 für SK. Wir hätten Stunden entschärfen können. 6-0 für SK. Und diesmal waren sie echt so kurz davor. Aber die HE tat echt weh beim Odi. 6 HP nur noch gab danach. Und wieder eine Spar jetzt. Ich habe eine Flash gesehen. Kannst können dann sie eigentlich durchkaufen. Kopf werfen, aber ist nicht so ergiebig. Können jetzt durchkaufen, nach 6 verlorenen Runden hast du jede Menge Geld. Guck mal jetzt so, ach, Waffe wollte ich mir kaufen. Na, doch nicht. Gekauft, Müller hier mit AK. Aber natürlich die ganze Zeit immer ohne Rüstung. Das ist ja suboptimal. Geht wieder schnell über die Seite. Ich habe das Gefühl, die haben keine richtigen Taktik für die Maps. So. Das ist so, so spielen wir mit dem Gazer auch.
Zwei Leute. Crash gegen Yasin. Teppichgang. Der Rest falsche Mitte. Crash jetzt endlich mal mit dem First Track. Yasin ausgeschaltet. Der Weg ist frei auf den A. Yasin ist auf dem Weg. Yasin jetzt okay. Komm wieder runter, Digga. Musst du wieder ein bisschen ruhiger spielen. Hat eben alles geklappt, jetzt nicht mehr so. Crash lugt sie hier vorher an. 27 AP. Da kann er auch mal durch die Wand bratzen und bist auch kaputt. Aber das ist ein Ablenkungsmanöver. Der geht hier über den CT-Start, um seine Jungs vielleicht von hinten zu unterstützen. Oder einfach nur die CTs abzufangen, die nachrücken wollen. Genau das macht er mich auch. Oh, da hockt hier schon einer. Aber natürlich auch verzögernd. Oh, was haben die hier vor? Schön. Hochgelassen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Und die haben immer noch nicht realisiert, dass er hier wieder auf dem B-Spot geht. Oh, die gegen Mason. Ja, echt nicht schlecht. Da ist mittlerweile, da müsste er vielleicht im Seitengang einer sein. Aber Müller nimmt raus. Und das wird, also wenn mich nicht alles täuscht, die erste Runde für AL werden. Bombe nach außen gelegt, wo dass man sich nach hinten verziehen kann. Wo ist der CT? Spart er seine Waffe oder na, was will er machen? Wahrscheinlich das Beste. Wir haben noch gar keine AWP gesehen bei SK. Aber die haben auch immer noch die, Runden, die Waffen wahrscheinlich aus der dritten Runde oder aus der zweiten. Ja, können auch mal wieder neu verfügt werden. Ohne Schleichen. Mal einen neuen Anstrich vertragen. Jagen sie ihn oder? Ja. Na, nicht wirklich. Müller links vorbei. Knight hat sie sich auch geholt. Also nicht mal die Waffe hat er sparen können. Die erste Runde für AL, da ist auch mal ein Applaus wert. Jetzt müssen sie allerdings aufpassen. Denn ich muss ja ab und zu animieren, so damit ihr aufwacht. Dann passiert es so, dass sie schon wieder kein Geld haben. Das kann jetzt ganz schnell ähnliche Situation wie der ersten Halbzeit. Das ist ja krass, die haben jetzt nur eine Runde geholt und brauchen jetzt nur noch eine Runde zum Draw. Also das ist traurig. Jetzt kommt es hier ganz schnell und der Abrock so, Hilfe! Todi, ja, die stehen sich jetzt ein bisschen unter auf den Füßen, würde ich sagen. Todi mit dem ersten Frag. Todi, den musst du doch haben. Aber den kriegt er auch nicht. Abrox, ja, damit ist die Defensive down. Jetzt müssen die CTs vom anderen Spot nachrücken. Erstmal alles reinschmeißen. Na, HEs. Ja, jetzt sehen wir eine AWP. Und die kannst du an diesem Spot echt vergessen. Vor allem, alles wenn du blind bist. Müller mit 17 AP noch. Aber relativ gute Position. Also, da geht er ran. Oh, Mason einfach mal einen Nahkampf mit der AWP gegen Müller. Der hatte 16 AP, der hätte auch mit der Glock schießen können oder so. Oh, Knight und Odi außen gegen Yasin und Mason und jetzt Vio wieder. Gegen Knight, one-on-one. Und Vio schafft es nicht. Die zweite Runde und damit haben wir schon jetzt das Draw für die A-Losers. Heide Witzka. Heide Nei. 15 zu 8. Aber AL hätte eigentlich nach 6 verlorenen Runden relativ schnell drauf kommen können, dass am A-Sport SK doch recht gut steht. Und jetzt gehen sie immer auf den B und es klappt jedes Mal. Auf dem B steht halt der mögliche MVP, also der Aprox. Und jetzt denken sie, das hat eben geklappt. Never change a winning tactic. Durchgebracht, wird ein bisschen Lärm gemacht. Vielleicht auch nur einfach nur Fake. Todi schaut mal rein, der hat nur eine Deagle oder eine AWP. Der hat nur eine Deagle, der Todi. Wieso hat er nach 8 Runden von den 6 gewonnen haben, nur eine Deagle? Also das ist und sogar ohne Teamkill, also mal am Wochenende zu Hause bleiben, dann reicht das Geld auch für eine M4. Roman auch schon Roman mit dem gegen Vio. Oh, das ist nicht gut. Mason gegen Roman, auch nur eine Deagle. Meine Herren, was ist denn da los? Die sammeln ja alle kein Geld. Schlechtes Money Management. Oh, Knight. Daneben geschossen. Knight. 91, auch kaum was gefangen. Knight zieht sich zurück. Müller hier gegen Tolia erfolgreich, aber Mason im Crash aus dem Spiel. Jetzt mit, wer immer noch mit der Deagle? Oh, jetzt aber, das wird die entscheidende Runde. Ich meine, das der Aprox als letzter mit einem 5 zu 3 gegen verbleibende 3 Gegner. Bombe gelegt. Da schreibt der Vio auch schon GG. Ich denke, das kann und auch so stark. Und das ist die entscheidende Runde. Und wir sehen morgen die A-Losers gegen Alternate Attacks. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht.